Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Double Club. Yay! Ja, was machen wir hier draußen in der Kälte, Tino? Gute Frage. Wir sind einen weiten Weg gegangen, um nach Mordor zu gehen, um den heiligen Burger. Haha, Wortwitz, Überleitung. Ja. Nein, wir stehen vom Burgeramt in Berlin und müssen das Ganze provisorisch mit einem wunderschönen iPhone filmen, da unsere Kamera schlapp gemacht hat. Weil es zu kalt ist. Ja, aber kommen wir zurück zum Burgeramt. Ja, wir sind in dem... Das ist dein Dialogpart. Ja, wir sind hier im Burgeramt. Ich zeig's mal kurz. Genau, hier ist das Burgeramt. Weil ich mache ich bewege und setze es in Szene. Ganz genau, das ist das Burgeramt. Da drin, das ist der Schnellimbiss, beziehungsweise ich sag mal, die Schnellbedienung vom, vom Burgeramt. Die haben nebenan gleich auch noch ein Restaurant, wo man sich hinsetzen kann, ein Bistro, ja, wo es eigentlich eine ähnliche Palette gibt. Ja, genau. Mit schönem, also hier ist auch schon schönes Ambiente, aber im Restaurant ist auch nochmal so ein schön uriges Ambiente. Genau, sehr modern, also schön, wunderbar. Also wenn ihr mal in Berlin seid, dann geht auf jeden Fall im Burgeramt essen, denn das ist eigentlich so... meiner Meinung nach die beste Burgerbude, die es hier gibt. Also lasst einfach McDonald's und Burger King einfach links und rechts liegen und geht direkt hierher nach Friedrichshain und besorgt euch... Ich weiß gar nicht, ist am Boxhagener Platz. Am Boxhagener Platz, findet man sofort. Ganz genau. Und holt hier euren Burger und ihr werdet eine wunderschöne kulinarische Überraschung erleben. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rein, holen uns jetzt einen Burger und wir sehen uns gleich. Also für mich bitte einen mediterranen Burger. Mit Fleisch oder ohne Fleisch? Mit Fleisch bitte. Ja, genau. Und willst du nicht für mich bestellen? Das wäre vielleicht mal ziemlich voll. Den Barbecue-Burger bitte, mit Fleisch. Groß oder klein? Groß bitte. Barbecue-Burger, Pommes oder sonst was? Pommes? Ja, eine kleine. Also eine normale. Die reicht ja für uns beide. Mayo. Nee, wir essen hier, ne? Ja, wir essen hier. Genau. Wie gesagt, es gibt von dem Ganzen noch drüben ein Restaurant mit ähnlichem Ambiente. Alles ganz cool mit rockiger Musik und ja, man sieht schon an der Decke. Kultur. Viel Kultur. Ja, und wir haben den McDonald's-Clown auch schon erhangen, sozusagen. Das kriegt man hier durch eine Wartenummer. Ja. Ich meine, zu bestimmten Zeiten ist es natürlich sehr voll, weil auch Touristen hier essen gehen und die Leute, die hier wohnen. Und da ist ein bisschen Geduld gefragt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Mit Rucola, das ist ja mein Lieblingssalat. Du, ich habe mal mit Rucola, wollte ich meiner allerersten Freundin damals mit einem sehr jungen Alter, wollte ich eine Überraschung machen. Ja? Und also junges Alter sage ich jetzt nur, dass ich mich hier nicht blamiere. Da habe ich, hab ich den Platz mit Rucola dekoriert, weil ich dachte, das macht das Ganze attraktiver und wusste gar nicht, dass man den essen kann. Hier haben wir einen Barbecue-Burger, den esse ich hier am liebsten. Der Rest der, also die Brötchen hier sind halt nicht zu kross und auch nicht zu weich, ja, genau das Mittelmaß gefunden. Ich kämpfe mich jetzt durch Eisbergsalat, gefolgt mit einer einmaligen Barbecue-Soße, die es hier nur im Burgeramt gibt. Gebratenem Speck, stehe ich total drauf. Und 150 Gramm totes gehacktes Tier. Leckeres totes gehacktes Tier. Und jetzt lege ich los.
euch fürs festliche Mahl. Wir verabschieden uns und besucht uns auf www.dattelclub.de. Dankeschön, ja? Okay, tschüss. So, und wir zeigen euch gleich nochmal, wo das Bistro ist. Hier nochmal Bürgeramt, hier ist das Bistro. Ja, guck mal, der Tanzpark. Bitte, da drin ist das Bistro. Ja, da sitzen Menschen und essen. Ganz genau. Ja. So ist es. Hier nochmal die Karte. Bürgeramt. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zum Dattelclub. Martins Imitat meiner wunderbaren Lippen- und Sprachkünste ist für den Arsch. Martin, bitte ein Bier. Eins? Für mich und eins für dich. Vielen Dank. Wie findet ihr es eigentlich, jetzt mal ganz vorneweg, schreibt es in die Kommentare, wie findet es eigentlich ihr, dass wir jedes Mal dem Alkohol frönen, meine Lieben? Wir frönen nicht dem Alkohol, sondern dem Genuss, lieber Martin. Jawohl. Ja, zumindest koksen wir nicht im Internet, wie es der liebe Julian gemacht hat. Das ist mir egal, dieses Internetphänomen verfolge ich nicht. Ja. Lieber köstige ich dieses Bier und erfreue mich unserer künstlichen Kreationen auf YouTube Dattelclub. Ja? Prost. Sucht uns, Dattelclub. Warte, man sieht dich. Also, ja, okay, Prost. Süffig. So, ein uns bekannter Mann hatte ja schon auf Facebook geschrieben, wir trinken hier Gossenbier. Andere benennen es auch als das Bräu aus Berlin. Ach doch nicht, ist ja Wernes. Ich dachte die ganze Zeit, wir haben Berliner in der Hand. Und Scheiß. Nee, das verstehe ich ja nicht. Das Berliner wird ja überall in den Clubs ausgeschenkt. Warum soll das ein schlechtes Bier sein? Richtig. Ganz logisch halt. Egal. Ja. Wir freuen uns, heute euch ein Spiel vorzustellen. Ja. Vorstellen zu können. Ja. Was viele Menschen schon in den Ruin und auch in die Abhängigkeit und in die Fettleibigkeit getan hat. Darf ich da mal kurz... Du freust dich, ein Spiel präsentiert zu haben. Warcraft. Warcraft. Ja, im Intro habt ihr es schon mitbekommen. Wir waren beim Bürgeramt hier in Berlin, unserer Lieblingsbürgerbude. Schönen Gruß nochmal an alle Mitarbeiter und an den Geschäftsführer. Und die Flammen, die unseren Burger küssen. Genau, die sie umspielt haben wie das Wasser dem Wal. Ja, welch epischer Vergleich. Wir spielen heute Papas Burgeria. Ein Flash-Game. Ja. Ein Flash-Game, sagt ihr? Ein Flash-Game? Was ist da los beim Dattelclub? Ja. Wir sagen es euch. Wir sind toll. Und dementsprechend dachten wir so, hey, wir sind so fame. Yeah. Wir sind so fame. Yeah. Nochmal, ja? Wir sind hier mit Rainer Schau sind wir so. Halleluja. Und mit Nerdstar sind wir auch so. Halleluja. Und mit Gaming Clerks sind wir jetzt auch so. Halleluja. Ja? Und Alt-F4 Games und noch viele tausende andere kommen noch dazu. Ich habe mich über kein Wort gewechselt, aber Grüße an dieser Stelle. Ihr kommt auch noch in unsere Friendlist, ja. Aber davon abgesehen, spielen wir heute ein Flash-Game. Ja. Und das ist so gut, möchte ich sagen, dass wir uns dann doch nach einer kleinen Diskussion dafür entschieden haben, daraus oder dafür ein HGA zu machen. Kein Scheiße beim Scheiße. Richtig. Denn es ist nicht Scheiße, ne? Weil Scheiße schmeckt halt wie Scheiße. Wir gehen ins Spiel. Wir gehen ins Spiel. Kopfhörer auf und los geht's. Und da sind wir im Spiel. Ich drücke Play, nämlich jetzt. Yay! Ja, wir starten und wir nehmen als Protagonistin Timeldin. Protagonist, bitte. Protagonist? Protagonist? Protagonist, du hast Protagonistin gesagt. Timeldin ist ja wohl. Protagonist mal. Nehmen wir. Nee, du hast Protagonistin. Wir haben glücklicherweise haben wir noch die Aufnahme danach. Ja. So ein bisschen also, leiser, sonst sprechen wir so laut. Ja, du sprichst so laut, Kind. So. Ich würde sagen, wir stoßen an. Dass wir das Spiel zum ersten Mal spielen, ne Martin? Aha, in Wirklichkeit spielen wir es nämlich zum dritten Mal, um ehrlich zu sein, weil wir ein bisschen Probleme hatten mit Fraps in Verbindung mit Chrome. Chrome, wie es auch nicht heißt. Chrome. Chrome und Fraps mögen sich nicht, offensichtlich. Nicht so richtig, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, it is Timmelbims Lucky Day. Genau, Lucky Day, denn der Timmelbim kriegt von seinem Papa eine Burgeria geschenkt. Richtig, kriegt er geschenkt, hat er in den Wind gezogen, ne? Genau. Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht. Ne?
Guck mal, er freut sich auch ein bisschen, wa? Ja, richtig, ey, wie er sich freut. Ja, richtig, ey. Ja, richtig, der so. Schnurrbart, da kriegt er 45. Da kriegt er T-Shirt und seinen Pfannenwender, wa? Und dann sind wir am ersten Tag. Oh yeah. Geil. So, wir sehen, hier ist die Order Station. Hier kommen unsere Kunden in den Laden hineingelaufen und bekommen dort eine wunderschöne Beratung. Ja, und dort wird die Bestellung aufgenommen. Wir haben die Beratung vom Dattelklo. Wir haben die Grillstation. In der Grillstation wird natürlich gegrillt, ja. Da haben wir die Patties, die hier drüben liegen, die packen wir drauf. Und die müssen dann entsprechend der gewünschten Konsistenz oder wie sagt man denn, der gewünschten Zubereitungsart ja. zubereitet werden. Das heißt, wie doll müssen die durch sein? Medium oder komplett? Oder Braunkohle. Oder braun. Die Frage ist noch, die ich hatte. Gibt es auch Veggie-Burger? Nein. Warum nicht? Es gibt bloß Burger ohne Fleisch. Es gibt ja auch Menschen, die Tiere verachten, sie deswegen nicht essen wollen. Ja. Die Tiere ignorieren. Die Ignoranten. Ja. Die Kühe stehen auf der Weide und weinen, weil ihr sie ignoriert. Ja. So. Dann haben wir die... Die Buildstation, der Buildstation setzen wir natürlich den Burger entsprechend der Bestellung zusammen, ja. Oh, so. Das wird spannend. Jetzt blinkt hier ganz wichtig die Orderstation wieder auf, weil nämlich, tadada, dort ein Kunde hineinkommt. Ist ja nicht so, dass diese Kunden auch schon bei der letzten Aufnahme da waren und ich fragte, ob wir es einfach so nachstellen könnten. Also, nein. Man kann im, das erzähle ich später. Ich erzähle später weiter. Wir nehmen die Bestellung auf, Take Order. Es und dort sieht man genau schon. Genau der gleiche Burger. Und dann sieht man schon. Die Zusammenstellung, und hier sieht man eine kleine Uhr, das heißt, sie will ihr Fleisch quasi... Medium. Nee, durch. Das ist durch. Ach so. Glaube, würde ich jetzt sagen. Also ja. Zumindest eine halbe Minute gebraten, das heißt, von jeder Seite eine Viertelminute. Ja, ihr da draußen, und ich wiederhole mich jetzt sehr leider, ihr da draußen werdet jetzt keinen Sound hören. Wir werden nachher den Sound doch noch imitieren, aber jetzt den Sound der Bulette, die brät. So, noch ein bisschen Bier rein, damit es so richtig Aroma kriegt, ne, Freunde? So. Und einmal wenden. Juhu! Und jetzt kommt der Clou. Jetzt haben wir Prozentanzeigen. Wir müssen jetzt gucken, dass es 50-50 steht. Sprich, beide Seiten sind gleichmäßig braun gebraten. Knackig. Knackig. So. Zack, fertig ist es. Runter und wir gehen weiter zur Buildstation und in der Buildstation setzen wir die Burger zusammen. Ja. Sind denn die Ressourcen, die du dafür hast, musst du die selber zurechtschnippeln am Ende des Tages oder? Nein, die kosten weder irgendwas noch, noch sind die erschöpflich. Also muss man sich darum keine Gedanken machen. Nein. Okay. So. Zack, Bestellung. Naja, du hast da die Kuppe ist ja ein bisschen. Ja, ist ein bisschen schief, aber. Pam! Sie scheint auf schießen. Aber in der Buildstation hätten wir uns ein bisschen Mühe geben können, dann hätten wir vielleicht sogar die 100% bekommen. Und wir haben 2 Dollar, was waren es, 94? Das Mikrofon erbebt. Ist egal. 2,94 Dollar haben wir Trinkgeld bekommen. Cool. Yeah. Und weiter zur Order Station, dann kommt schon wieder der nächste Kunde, das ist Wally. Tja, den hätte man ja auch. Ne. Für die Zuschauer ist es das erste Mal, lieber Tino. Ja. Ja. Für die Zuschauer tun wir doch alles. Wir sind nämlich vom Duddle Club. Ja. Da. Und man sieht, Wally möchte Brot. Spucke? Nein, das ist Brot, Fleisch, Sperma. Spucke? Spucke? Sperma-Burger. Salat? Chernobyl-Salat? Weißt du, was mich eigentlich wundert, dass noch nie jemand gefragt hat, so, hey, ihr vom Duddle Club, warum seid ihr eigentlich immer so untenrum? Ja, weil wir untenrum sind. Untenrum ist eine neue Modebewegung. Bei uns geht es immer um Fäkal und Bumsen. Nee, immer nur um untenrum. Ja. Ja. Oh, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen braun. Ja, so sieht es dann aus, wenn man sich verbraten hat. Scheiße. Ja. Das Spiel sollte man auf jeden Fall alleine spielen, um sich nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Leuten, die neben einen machen. Ist ja nicht süß. Oh, hey, bewusstlos geworden durchs nur für euch da draußen. Ey, du hast ein bisschen... Ja, ist egal, komm, wir nehmen jetzt. muss gehen. So, weiter zur Buildstation und auch dort setzen wir den Burger zusammen. Man erkennt schon so eine gewisse Aggressivität in deiner Spielweise, weil du es nämlich jetzt schon zum mehrfach machst. Ich spiele es unheimlich gerne. Ja. Im Übrigen, wir haben in der Aufnahme davor über das Burgeramt gesprochen. Wir waren ja, hat man ja gesehen beim Burgeramt. Ja. Haben wir das schon gesagt in der Anmoderation? Ja, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht. Aber trotzdem, nee. Burgeramt, wir preisen euch. Ihr seid... Die beste Burgerbude in Berlin. Ihr findet das Burgeramt am Boxhagener Platz. Wir haben hier auch einen weiteren Kunden, wie ihr auch Kunden jeden Tag glücklich gemacht. Genau. Und der erste Tag ist bei uns vorbei. Tag 1 ist vorbei. Wir haben den ersten Tag gemeistert und haben eine wunderbare Bewertung, nämlich Service Quality 89%. Bing! Yeah. So, Prost. Stoßen wir auf unseren ersten Tag an. Hey. Hey.
Jetzt bist du jetzt schuld, dass das Mikrofon verrutscht ist. So. Das ist schlimm, das schneiden wir raus. Nein. Oder rein. Nichts geschnitten. Wir schneiden nicht in unseren Videos rum. Alles Echtzeit, alles live. Ja. So. Weiter geht's. Ja, im Übrigen, es ist kein Vergleich, wenn ihr das erste Mal im Burgeramt wart, ja, dann werdet ihr nie wieder in eurem Leben einen McDonald's oder Burger King angucken. Apropos, ja, das wollte ich noch erzählen, das habe ich auch schon in der letzten Aufnahme erzählt. Ach, ich habe bei Facebook gesehen, es hat jemand geliked und zwar hat sich jemand total darüber aufgeregt, dass der Burger, der 1-Euro-Burger bei McDonald's, dass da nichts drauf ist. So. Und da frage ich mich so, was erwarten die Leute von 1 Euro? Einen Burger für 1 Euro mit Ausstattung eines 5-Euro-Burgers. Ich glaube auch, ja. Also ich weiß nicht, dass die das, müssen da noch kleine Kinder drin verarbeitet sein oder was, damit das irgendwie an Qualität gewinnt. Kleine indische Kinder. Mit Teppichfuß. So, das war politisch unkorrekt, oder? Das war politisch sehr unkorrekt. Ja. Wir entschuldigen uns dafür und gehen jetzt weiter ins nächste Gimmick dieses unglaublich guten Flash-Games. Genau, was wir euch noch zeigen wollten, oder ja, respektive mir, und ich glaube, dich interessiert es nicht so wirklich. Mann, red doch jetzt. Was ich euch noch zeigen wollte, ist der Upgrade Store oder Upgrade Shop. Und zwar kann man hier Dinge kaufen, die einen gewisse Dinge erleichtern. Zum Beispiel hier sind mehrere Poster. Diese Poster. ich sehe dich in der Kamera, du Honk. Und zwar diese Poster verkürzen die Wartezeit für die Kunden. Also nicht wirklich, sondern nur gefühlt, ja. Weiter geht's hier drüben. Die fühlen sich halt einfach wohler und ganz können deswegen länger auf die Burger warten. Genau, und sie können irgendwas anschauen. Es gibt auch zum Beispiel Magazinregale. Ja, hier sieht man es Newspaper-Stamp. Cool. Und natürlich, worauf ich immer gespart habe am Anfang, kostet zwar $200, aber ist trotzdem sehr, sehr gut, nämlich die Heatlamp. Und es hat zur Folge, dass wir am Anfang des Tages die ganzen Fleischpatties vorbraten können und es quasi unter der Wärmelampe nicht kalt wird. So. Klugscheißerbrille, ist das etwa, weil die Lampe warm ist? Ich habe schon eine Klugscheißerbrille auf. Ja, Tino, es ist, weil die Lampe warm ist. Ja, du hast einen Kunden. Haha, das wusstest du nicht. Ja, Wally wird nämlich mal wieder. Früher oder später zum Stammkunden. Und hier unten sieht man auch, hier, ja, sieht man Sterne. Und da gibt es natürlich Levels. Das heißt, wenn wir hier die Sterne voll haben, dann ist er ein Stammkunde und man kriegt mehr Trinkgeld. Ja, aber du hast schon mal erwähnt, ne, dass halt die Burger immer die gleichen bleiben, die Kunden haben. Die Burger bleiben immer die gleichen. Für jeden Kunden, Wally, wird immer den gleichen Burger bestellen. Deswegen kann man sich die Sachen quasi, kann man sich die Sachen quasi merken und später entsprechend einen guten Burger braten. Ja, schon vor der Bestellung sozusagen. Warum legst du so viel Fleisch drauf? Ist okay. Egal. Das ist Chuck. Das kostet nichts. Fleisch kostet nichts. My und name ist Chuck. Aber das ist aber nicht sehr, sehr authentisch, ne? Das ist das Einzige, wo man sagt, das ist ein Kritikpunkt. Man könnte sagen, es kostet uns vielleicht irgendwas oder es gibt da bestimmt viele, die man auf einmal oder keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Begrenzung. Für Kinder ist es ja auch schlecht, weil es keine moralischen Werte beibringt, weil Tiere sind auch Lebewesen. Und ganz ehrlich, das Tofu-Tier, meine lieben Veganer, Vegetarier, musste schon oft genug leiden wegen euch. Ich möchte an dieser Stelle Tom grüßen. Tom mit seinem YouTube-Kanal. Das war voll falsch an der Stelle. Erst muss ich nämlich den Penetrator aus seinem Hintern ziehen und dann grüßen wir Tom. Tom, nämlich der hat mich gefragt, ob die Alraune bei Harry Potter auch hörst du mir zu? Ja. Ob die Alraune bei Harry Potter auch von Vegetariern verspeist werden kann. Kennst du die Alraune? Ja, die schreit. Genau. Konzentrier dich auf deine Burger. Ich hab's im Blick. Ja, du hast. Und das ist eine berechtigte Frage. Eindeutig. Lieber Tom, wir grüßen dich. Du hast dich in kürzester Zeit zu einem unserer Lieblings-YouTuber quasi erkauft. Ja, erkauft. Cooler Kanal auf jeden Fall, gefällt uns sehr gut. Ja. Also schaut auf Toms Kanal. Hast du ihn im Kopf? Blendest du ihn jetzt ein? Ich schreibe ihn in die Videobeschreibung. In die Videobeschreibung findet ihr Toms Kanal. Achso, und das ist übrigens dein, der Tom-Gedenk. Penetrator. Und weißt du, wer uns Tom empfohlen hat? Nein, das weiß ich nicht. Raccoon Cindy! Raccoon Cindy! Yay! Genau. Cindy, also Cindy, Dank, Cindy, nur Cindy, nur Cindy. Danke. Wir sollen nur Cindy sagen, ne? Nee, das hat nichts mit dürfen zu tun. Sie hat gesagt, sie möchte gerne, also es wäre schön, wenn es Cindy ist. Cindy ist halt Cindy. Cindy, danke schön für diesen Tipp. Du musst dich in das Spiel kümmern. Klugscheißerbrille, du schaffst es nicht, deine Kunden zu betreuen. Du schaffst es einfach nicht. Beide Klugscheißerbrille. Das ist beide. Doppelklugscheißerware. Yeah. So. Ja. Lieber so. Martin, konzentriere dich doch mal lieber aufs Spiel. So, weiter geht es. Ja.
Man merkt schon, dass wir das zum dritten Mal spielen. Es tut uns echt gleich, ne? Aber es, wir haben übrigens nach einer ganzen Weile darüber diskutiert, ein HGA draus zu machen. Habe ich das schon in der Anmoderation gesagt? Ich wiederhole. Ist egal. Ja. Ja, wir haben diskutiert, wir haben überlegt und ich werde euch auch sagen, warum. Du spritzt schief. Ist egal. Deine Freundin auch auf, ne? Ich werde euch auch sagen, warum es halt kein Scheiße bleibt Scheiße, sondern ein heiß gemacht auf ist, weil es einen emotionalen Hintergrund hat. Nämlich habe ich, als ich klein war, oder als ich jünger war, Pizza Connection gespielt. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und deswegen... So klein war. Ja, so als beim... Ja. Wir wollen so übrigens... Klein. Mensch, wir hätten ihn fast vergessen. Einen der wichtigsten Menschen in Martins und meinem Leben. Er begleitet uns schon viele Jahre lang. Und er war bis jetzt einer der wegweisendsten und tollsten Mentoren, die wir jemals kennengelernt haben. Mit seinen 3D-Underwear-Shorts, ja. Nämlich Torte. Torte, wir grüßen dich hiermit. Torte, genau. Torte hat uns ja jetzt auf das Spiel gebracht. Moin, moin und hallo, Torte. Ne? Moin, hallo. Moin, und, moin. Er ist übrigens Usedomer, nicht zu verwechseln mit einem Rüganer. Weil die das hassen ist, sich. Das ist wie Schalke und Dortmund. Wie Köln nee, und Düsseldorf. Oder so. Oh. Ja. Auf jeden Fall das Spiel, ich denke, man kann das jetzt, weil wir ja sehr viel rumalbern, nicht unbedingt erfassen, dass dieses Spiel... Doppelklugscheißer. Ja. Dieses Spiel, liebe Damen und Herren, hat einen Mehrwert. Ich ziehe einen Mehrwert aus diesem Spiel. Zwar lässt sich in den nächsten Minuten vielleicht dieser nicht erkennen, aber man muss zeitliches Organisationsgeschick beweisen und dazu eben auch die Wünsche der Kunden beachten. Dabei akkurat arbeiten und vor allem Dingen nicht aussehen wie Martin. Ja, und was dazu noch kommt, dass später gibt es noch Kunden, die quasi... Oder es gibt mehrere Kunden, die mit einem Mal kommen, also wirklich so Kundenschübe, wie es auch wirklich im Service so üblich ist. Und es gibt nebenbei auch noch... Ja, wird kalt. Schnauze würde ich sagen, Klautsche, ja. Ist das ein Instrument, die Klautsche? Ja, die Klautsche, das ist ein Klavier und eine Knautsche. So, lass mich mal kurz erklären. Also es gibt, wie gesagt, mehrere Kunden, die dann hineinkommen und dann, die muss man natürlich bedienen. Und es gibt auch Kunden, die ihre Patties unterschiedlich gebraten haben möchten. Und da muss man dann ein bisschen handeln. 1,80 Euro oder 1,80 Dollar haben wir Trinkgeld bekommen. Und der zweite Tag ist vorbei. Hui! Hey. Ich würde sagen, wir kommen auch damit zum Ende, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das reicht so. Also es ist ein cooles Spiel. Uns reicht es. Wir haben es jetzt dreimal gespielt und wir wollen es auch nicht übertreiben. Ist ein ganz nettes Game, mal für den Nachmittag so. Ich denke, länger wird es nicht dauern. Wenn man das Spiel möchte. Aber ist ganz nett, ist lustig für den Moment. Und wenn man das dann ein, zwei Mal gespielt hat, dann ist auch wieder gut. Ja. Also ich finde, oder ich glaube, es ist halt ein Flash-Game, was ein bisschen mehr bietet als die Konkurrenz. Meistens ist ja weniger auch mehr. Ja. Ich meine, es hat jetzt nicht den Umfang eines Farmville oder eines Wacky Wacky Chucka Will oder eines Wacky Decky Zanga Wacka Way Will, sondern es ist einfach mal ein gutes Spiel, es hat Grundlagen, es ist einfach. Aber es ist eben easy to learn und hard to master, nämlich indem man halt einfach später mit vielen, vielen Kunden konfrontiert wird, was Martin ja schon erzählt hat. Man muss wirklich organisieren, man muss planen. Ja, und das ist eine Sache, ich glaube, die gibt es halt selten bei Spielen, die einen wirklich auch fordern, gerade im Flash-Game-Bereich. Die sollen ja meistens auch nur unterhalten, was ja auch nicht schlimm ist. Aber deswegen haben wir euch das auch einfach vorgestellt, weil es halt auch meine Ausnahme ist. Und? Es ist kostenlos. Super kostenlos, es kostet euch nichts außer Internetgebühren, falls ihr ein 56K-Modem besitzt. Man muss... Ja, man sieht gut aus damit. So Leute, an dieser Stelle bedanken wir uns bei euch, dass ihr zugeschaut habt, wie immer. Freuen uns auf ein nächstes Heiß gemacht auf mit euch zusammen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal auf die Hauptseite gucken und den Abonnieren-Button drücken. Da würden wir uns drüber freuen. Wenn nicht, dann verpisst euch wie immer von unserem Kanal. Und gebt uns einen Daumen. Gebt einen Daumen und favorisiert verbreitet es wie die Beulenpest im Mittelalter. Aber wir möchten an der Stelle noch einmal das Burgeramt grüßen, alle Mitarbeiter, die daran beteiligt waren, uns damals bei dem Dreh zu bedienen. Ganz genau. Wir danken euch dafür, es war Schmackofatzen, ja. Super. Wir grüßen Tom, unseren neuen YouTube-Liebling, neben allen anderen, mit dem wir richtig dick sind und so. Habe ich das schon erzählt, dass wir mit allen dick sind, so mit Nerdstar und mit Rainer Schauder so und mit allen anderen so richtig dick? Oder habe ich das schon in einem anderen Video gesagt? Du bist dick. Yeah. Und auf jeden Fall... Tom, du bist jetzt dabei und wir möchten natürlich nochmal Torte an dieser Stelle grüßen. Vielen Dank, Torte, für den Tipp. Wir bedanken uns ja bei dir.
Ja. Hinterlasst Kommentare, wie findet ihr uns, wie findet das Format, was kann man ändern oder weiß ich was, so, ja, informiert uns, wir sind voll gespannt, so, ich weiß nicht mehr, ich bin überarbeitet, bis dann. Tschüss. Er ist krank, ja. Er ist krank. Gut aussehen, nennt man das. Nee. So Doktor Brill ist. Nein, nein, oh Gott. Oh nee. Tinos Freundin nimmt's ganz locker und das haut uns total vom Hocker. Anne ist lieb, Anne ist lieb. Und Tino gibt ihr manchmal einen Hieb in das Lied. Achso, in ihr Lied. In das Lied. Ach Martin, ist ja nicht so, dass wir das Spiel schon dreimal spielen mussten. So.